So. Oh, sehr Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das baut zu einem nicht unerheblichen Teil mein Leben nach. Das ist also der eine Schenkel, das ist Bonn. Bonner, 18 Jahre. Der andere Schenkel ist Bayern. Da sehen Sie die alte Bayerische Staatsbahn. Ich habe noch erlebt die Dampflok. Ich habe die Schienenbus da hinten erlebt. Ja. Und dies zu verkabeln, dies, wie soll ich sagen, ja, da habe ich manche Nacht hier verbracht und habe erst gemerkt, nach Sonnenaufgang, dass die Nacht vorbei ist. Wann haben Sie angefangen hier? 95. 20 Jahre. Da geht's los mit den Schreinerarbeiten, die habe ich alle selber gemacht, mit der Planung, mit der Digitalisierung, mit der Programmierung. Und dann komme ich ja nur immer dazu, Weihnachten, große Ferien. Mhm. Sonst habe ich ja keine Zeit. Jetzt kommt da hinten ein ICE, der sucht sich jetzt sein offenes Gleis. Das ist jetzt 4. Und jetzt bitte ich darauf zu achten, dass der nicht einfach stehen bleibt, sondern verlangsamt, wie an einem Bahnhof auch, und dann ordentlich stehen bleibt. Stehen bleiben sollte. Der tut es auch. Ich weiß genau, wo welcher Zug ist, wenn er so Fahrbetrieb ist. Die Software dazu haben Sie selbst programmiert? Es gibt eine Basissoftware, und dann müssen Sie das für Ihre Anlage selbst programmieren. Ja. Der Fehler kommt erst in der Praxis. Das ist ein Krankenhaus, das symbolisiert meine Zeit als Bundesgesundheitsminister. Ein Bauernhof für meine Zeit als Bundeslandwirtschaftsminister. Die Lok fährt jetzt in einer Zone, wo künftig ein Berg gebaut sein wird. Das ist im Rohbau fertig mit dieser Gleiswendung. Und bewegt sich auf bayerisches Gelände in den Bahnhof Schwarzburg. Wie könnte ein Bahnhof in Bayern anders heißen? So, jetzt kommt im Zeitraffer die Rückfahrt nach Bonn. Auf die freut man sich in Bayern immer. Und der Lokführer weiß, dass ihn in Bonn Kanzler und Vizekanzler erwarten. Und so, jetzt fahren wir ganz langsam auf die Kanzlerin zu. Also in entspannten Zeiten zwischen der Kanzlerin und mir ist sie die Chefin der Anlage. In schwierigeren Zeiten Fensterbank. Sigmar und Angela. Das ist auch ein Stück meines Lebens.